Wichtige Geschichte, wichtige Fakten. Die Klarheit der Dinge, welche wir nicht in der Schule gelernt haben. Wir haben es nicht im Lehrplan der Schule gelehrt bekommen, so wie es uns nicht beigebracht wurde. Auch nicht in der Hochschulbildung. Ich habe Geschichtslehrern Vorträge gehalten. Wirklich, warum war Hitler so gegen das jüdische Volk? Was wollte er von uns? Was hat ihn an das jüdische Volk so gestört? Aber die Dinge sind hier in Mein Kampf geschrieben. Dieses Buch wurde erst kürzlich auf Hebräisch veröffentlicht. Es war in all den vorgehenden Jahren verboten. Aber ich habe eine frühere Übersetzung, von der Yad Vashem Abschnitte übersetzt hatte. Hitler behauptet in seinem Buch, dass das jüdische Volk Kommunisten sind, dass sie die russische Revolution gemacht haben. Sie haben dort 30 Millionen Russen getötet, alle gebildeten Menschen in Russland, auf grausame und schreckliche Weise. Und das ist es, was sie der ganzen Welt antun wollen. Das nächste Land an der Reihe ist Deutschland. Sie gründeten die Kommunistische Partei und die Deutsche Sozialpartei, und das stimmt. Wenn wir sie jetzt nicht überwinden, werden sie uns zerstören und werden auch hier 20 Millionen Menschen töten und all die gebildeten Leute, und so werden sie von Land zu Land gehen. Und am Ende die einzige intelligenten Leute wird nur das jüdische Volk sein. Er wiederholte es viele Male, macht keine Fehler, anders zu denken. Und er hatte recht. Juden haben die russische Revolution durchgeführt. Wer baute die Rote Armee auf? Trotzki. Der war ein ungeheures Genie. Ein Hasser Israels, dem es an nichts mangelte. Er richtete die säkulare jüdische Abteilung ein, der kommunistischen Partei, welche die Mitglieder über ihren Vater informierten, ihre Mutter, der Bruder und der Sohn. Wer auch immer ein Gebetsbuch oder sogar ein Buch hatte, um Hebräisch zu lernen, ich spreche nicht einmal über Gebetsriemen und Tauchbad, der Typ hat alles ruiniert, auch für das jüdische Volk, aber sicher für die Russen. Auf dem Bild des ersten Politbüros, es ist wie bei der Regierung in Russland, bestand es aus 13 Mitgliedern, davon 6 jüdische Personen. Wer hat den KGB ins Leben gerufen? Davor hieß es NKGB, säkulare jüdische Leute. In der Tat sind die Dinge explizit so geschrieben. Hitler hasste das jüdische Volk nicht wegen der Schläfenlocken. Er hasste sie nicht, weil sie die Gebote einhielten, sondern weil sie in seinen Augen Kommunisten waren. Und er schreibt es hier deutlich. Das jüdische Volk ruinierte die Religion und den Glauben. Sie verbreiten den Atheismus in Deutschland. Das schreibt er. Ich fühle mich wie ein Gesandter Gottes, um das jüdische Volk zu vernichten, weil sie säkular leben wollten. Er schreibt das hier. Verstehst du jetzt, warum das nicht in der Schule gelehrt und gelernt wird? Wer schreibt den Lehrplan für die Schule? Säkulare Linke. Offensichtlich wollten sie nicht schreiben, dass Hitler das jüdische Volk töten wollte, weil sie die Gründer der atheistischen linken Bewegungen der Welt waren. Aber er schreibt es hier. Alle Werte waren ruiniert. Alle Literatur und das Theater wurden vergiftet. Wer sind diese, die vergifteten das deutsche Theater? Die Juden, welche die Tora hielten? Oder die linken säkularen Juden? Von 9 großen Zeitungen gehörten in Deutschland 7 säkularen Juden. Einer der größten Musikkomponisten der Welt, Richard Wagner. Bis jetzt ist es verboten, seine Kompositionen zu spielen. Er ist bis jetzt verboten, weil er lange vor der NS-Zeit antisemitisch war. Und ich war sehr daran interessiert zu wissen, was er wirklich gesagt hatte. Die Hebräische Universität veröffentlichte sein Buch mit hebräischer Übersetzung. Also werde ich euch sagen, was er dort schreibt. Ich mag das jüdische Volk nicht. Die Religiösen mag ich nicht. Aber was kümmert es mich? Die Juden, welche die Tora und die Gebote verlassen haben und wie die Nichtjuden aussehen, mag ich nicht, weil sie unsere Gesellschaft beeinflussen und unsere Kultur ruinieren. Und das Lied und die deutsche Essenz.
die welche weg von der Tora konvertieren. Ich sehe sie als Subversive. Subversive, die in Zukunft die ganze deutsche Nation ruinieren werden. Wenn wir uns ab sofort nicht schnell verteidigen wollen, so werden sie uns zerstören, weil sie als Deutsche verkleidet sind. Sie sind aber keine Deutsche. Sie sind Juden und wollen Deutsche sein. Verstehst du jetzt, warum es hier verboten war, seine Musik zu spielen und zu lehren, was er sagt? Genau wie hier jeder die Nürnberger Sätze hasst, ohne zu wissen, was sie alles beinhalten. Weg damit, weg damit! Die Nürnberger Gesetze sagen, dass ein Jude keine Nichtjuden heiraten darf. Natürlich sagen sie in allen Schulen Israels, das ist religiöser Rassismus. Zu sagen, ein Jude sei anders als ein Nichtjude, ist in diesem Land Rassismus. Nürnberg hat nur kopiert, was in der Tora steht, über Juden des Judentums. Wagner sagte nur, was in der Tora geschrieben steht. Denn ein Jude ist Jude, auch wenn er sich verkleidet, auch wenn er die Tora verlässt. Israel, das sündigt, ist immer noch Israel. Sie, schreibt er, sind barmherzige Menschen. Wir sind grausame Menschen. Sie ruinieren unsere Kultur. Ja, so schreibt Wagner. Und deshalb richtet sich sein ganzes Buch gegen Jakob Ludwig Felix Mendelssohn. Dessen Vater konvertierte zu Tora-losen Jesus-Anhängern. Als er 5 Jahre alt war, wurde er getauft. Er schreibt ihm, hör zu, du glaubst, wenn du Deutsch sprichst und konvertiert bist, bist du Deutscher geworden? Nein. Deine Musik ist weinerlich. Deine Musik ist nicht authentisch und du vergiftest unsere Kultur, weil die Leute denken, dass es deutsche Musik ist. Die deutsche Musik ist voller Stolz und du kannst es nicht tun. Und deshalb nennt man sie der Feind der deutschen Kultur. Also hat er nicht recht? Natürlich hat er recht. Natürlich hat er recht. Du hast uns aus allen Völkern erwählt. Stimmt. Wir sind demütig und barmherzig, schüchtern. Das stimmt. Darauf sind wir stolz. Verstehen Sie also, dass die Ereignisse des Holocaust nicht ohne Grund passiert sind? Sie waren kein Zufall. An Warnungen mangelte es nicht. Wegen unserer Sünden wurden wir aus unserem Land verbannt. Und Gott sei Dank sind wir zurückgekehrt. Und wir müssen vorsichtig sein und nicht die gleichen Fehler hier in Israel zu wiederholen. Und der Welt nachzulaufen und die Tora zu verlassen. Oder es zu legitimieren? Das gleiche Gefühl der Minderwertigkeit zu den Heiden. Und der Wunsch, sie zu kopieren. Wir sind auf die Welt gekommen, um ein Vorbild zu sein. Wir wurden in der Welt erschaffen, um jüdisch zu sein. Und unser einziger Zweck ist es, bei Gott zu sein. Und wer wirklich bei Gott sein will, Gott ist überall bei ihm. Im Guten und im Schlechten. Hier und auch nicht hier. Und möge es der Wille Gottes sein, der uns allen gewährt wird, dass Gott genug zu all unseren Sorgen sagen wird. In jeder Form und auf jede Art und Weise. Und an jedem Ort. Und wir für immer Erlösung erhalten und Glück für immer. Amen. This one is a liberal. Gay rights, gay marriage, everything, liberalism. Liberalism is usually the biggest enemy of the Torah, in case you didn't realize it. Everything is permitted in the name of humanity. Everyone deserves rights. Murderer, terrorists, gays, people who fight against Hashem, anti-Semites, Nazis, everyone deserves rights. But people that wants to follow the Torah, they are the criminals. And it's not only in America, it's even in Israel. In Israel, almost all the laws of the Israeli court from day one were all anti-religion law. But if the Jews would say to, we want to come and give a lecture about Torah and make people Baalei Tshuva, they look at you like the biggest enemy. They would rather give a Hamas terrorist the stage to speak in a Jewish school, secular school, than to bring a rabbi with a beard and a black hat to give a lecture about becoming Shomer Shabbat. They will never allow it. No secular school in Israel will allow the rabbi to speak words of religion. It's against the law in Israel, the Jewish state. Priest, yes,
Muslim, yes. Gay person, yes. Professor that teach evolution, that we came from the monkey, of course. Rabbi that will say the opinion of the Torah, not allowed. It's a fact. Check. It's not permitted. Why is that? Why? Because the Torah say, Me'arsayich u'machrivayich memech yetzu. The biggest enemies of the Jewish people are the Jewish people. You know, I want to tell you something I didn't know. This week, a video came to my hand of a very respectful rabbi from Israel. His name, Rabbi Yosef Ben Porat. Yosef Tzvi Ben Porat. He's a famous speaker. Speak for Arachim in the past, in Dabrut, and many other organizations. He's already 40 years. I know him already 25, 30 years. And by then, he was already a speaker that has a record. Maybe 40 years as a speaker. He wrote books. He's a brilliant person. One of the things he's an expert in is the Holocaust and the history of the Jewish people. He's a real educated person. He has a lot of knowledge. He's Rosh Yeshiva. Okay. A video of 5 minutes came to me. I put it on my Facebook page. Why? Because it's an eye-opener. He was holding in his hand the book of Adolf Hitler, Yimach Shemo, Mankind, translated to Hebrew. And he started to read from the book Why Hitler Hated Jews. You're not going to believe it. What is the main reason he hated the Jews and decided that they must die? Who knows what's the reason? I think that he didn't respect the fact that they didn't follow what they were supposed to follow. No, you're very close. Something like that. I don't remember. He wrote in his book, the Jews are the bigger threat. Why? Because they are communist. They are anti-God. They are the enemies of God. Well, the Jews that he knew, most of them, that's what they were. And he started to describe how they made a revolution in Russia. And he started to give proofs that the Jews are a big danger to Germany. Bolsheviks. They are the biggest threat to Germany. If we don't kill them now, they'll kill us all. They'll do to us what they did in Russia. That's what he wrote in his book. I never knew it until a few days ago. Not once in my life I heard it. Not in my school, not in articles. Did you ever hear such thing? He was reading it from his book. He's writing. He say why he hated us. Why? Because we went away from Hashem. If we were all righteous and living according to the Torah and we wouldn't push our nose to become communist and anti-God, maybe it would not happen. Maybe yes, maybe not. That's only Hashem knows. But at least he declared in his main book what's the reason he hated the Jews so much. So technically, we brought it on ourselves, based on his accusation. By the way, in case you didn't know, the founder of the Hamas, Sheikh Ahmed Yassin, Yimach Shemo, is already dead for many years already. He started the Hamas, and he wrote in Amanat HaHamas, the first documents that when they opened the Hamas, this is what he wrote. He wrote, the Jewish people were the chosen people. God chose them and gave them everything on earth. And in return, they always betrayed him. They killed their own prophets. They never listened to God. Whatever he gave them, they never appreciated. Now it's our time to teach them a lesson and give them what they deserve. For that, I'm starting today the Hamas organization. It's all over the internet, you can check. Why we have Hamas today? Because the Arabs blame the Jews for not being faithful to God. If you don't see that Hashem is educating us through these monsters, what else are you going to see? Isn't it clear that Hashem is talking to us from the mouth of these monsters? The fact that a murderer will come on an interview and will say that he will never let his wife walk on the street, not modest or provocative. He will never let her. And if she would do it, that day she would be dead, right? If a filthy murderer that murdering children and women, this is his ideology, meaning modesty, it's more important than life. And that's what the Torah said, a modesty. Modesty, it's above everything. Hashem says, if a murderer, monster, is teaching us a lesson how to be, that shows you how low we became. Now we need to hear the truth from these monsters.
Why? Because we don't listen to our rabbis. We don't listen to Shulchan Aruch. We don't listen to the laws of the Torah. Who does Hashem talks to us? From these people. From their words you begin to see what Hashem is thinking about us. Because it's already written in the Torah, I will send you a goy with no mercy that will take revenge against you. Which revenge? Revenge of the Brit. What does it have to do now? Revenge, revenge. What does it mean, nekam Brit? Cherev nokemet nekam Brit. Revenge of the Brit. What's the Brit? The agreement. We made an agreement with Hashem. You break the agreement, I'm going to send you this nation to take revenge, to wake you up.